begrüße euch in mein Tageshoroskop am 7. August 2017. Mond befindet sich im Tierkreiszeichen Wassermann. Und diesem Bereich, wo sich gerade die Mond bewegt, da sind viele Glückssternen, und so beschreiben die alten arabischen Astrologen die heutigen Tag, was uns die Mond vermittelt. Heute haben wir Glück. Und es ist auch eine Heilenergie oder das befreit uns von etwas. Aber wir sollen heute keinen Vertrag unterschreiben. Und diese Glücksenergie vermittelt nicht nur Mond, sondern auch Fortuna. Aber da habe ich meine eigene Methode, das zu berechnen. Und das vermittle ich auch meinen täglichen Glücksenergie. Und das könnt ihr hier bei YouTube-Kanal auch schon anschauen. Heute ist Vollmond. Da habe ich auch eine extra Aufnahme gemacht, ein Vollmond-Horoskop. Aber wir schauen jetzt die einzelnen Tierkreiszeichen an. So viel habe ich verraten, dass die Wassermann-Geborenen Glück haben. Glück, besonders in die Liebe, Partnerschaft. Aber darüber habe ich meine täglichen Glücksenergie auch erzählt. Und das sind die Veränderungen, das ist die Bewegung. Und das erleben nicht nur die Wassermann-Geborenen, sondern das wirkt auch bei Wagen-Geborenen und auch bei Zwillingsgeborenen. Wichtig ist bei den Wassermann-Geborenen die inneren Gleichgewicht halten, weil es gibt Einflüsse von außen und das beeinflusst und verunsichert nur die Wassermann-Geborenen. Also wichtig ist, selbst die Entscheidungen treffen und im inneren Gleichgewicht bleiben und die Ruhe bewahren und wahrnehmen, bewusst wahrnehmen, dass die Wassermann-Geborenen gerade Glück haben. Besonders die Wassermann-Geborenen, die einen bestimmten Tag geboren sind, und das habe ich erklärt in meinem täglichen Glücksenergie. Bei Tierkreiszeichen Fischen geboren ist wichtig ein Reinigungsprozess, weil die haben gerade diese Heilenergie. Vieles hängt noch mit der Vergangenheit zusammen und die Fischen geborenen sind gerade dabei, die Vergangenheit abschließen, hier und jetzt sein und neu orientieren. Und diese Neuorientierung gibt immer mehr Klarheit für die Fischen geborenen und auch Kraft und Mut. Wichtiges Thema ist auch bei Fischengeborenen die Liebe, Partnerschaft, und da bewegt sich auch einiges. Vielleicht nicht heute, aber das nähert sich. Und ein Gespräch hat auch eine Bedeutung, aber das ist auch wichtig bei den Fischengeborenen, nicht nur warten und warten, bis diese Nachricht kommt, sondern ein Entgegenkommen, auf anderen zuzugehen, damit die Verbindung, die Kontakt wieder da ist. Das würde die Fischengeborenen helfen. Bei Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist eine große Bedeutung gerade die Reise. Und diese Reise kann natürlich auch ein Urlaub sein oder eine Reise zu planen, aber das kann auch eine innere Reise sein, weil nach innen schauen, entdecken die Wiedergeborenen die inneren Kraft und auch mehr Klarheit, mehr Orientierung, und das benötigen zurzeit die Wiedergeborenen, sind Veränderungen und Umbrüche, aber etwas bremst gerade. Auch wenn heute die Leichtigkeit spürbar ist, trotzdem ist wichtig die Orientierung. Bei den Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist wichtig die Arbeit, die berufliche Situation. Die Stiergeborenen fühlen sich im Arbeitsplatz wie gefangen. Sie wünschen sich mehr Luft, mehr Freiraum oder sogar eine Veränderung. Und das wird die nächste Zeit ein wichtiges Thema sein. Heute fühlen sie sich etwas beschränkt. Die Luft geht aus, sie können nicht mehr atmen. Das sind die Einschränkungen. In den kommenden Tagen kommt etwas im Fluss. Und eine gute Nachricht ist zum Erwarten, und in die Liebe Partnerschaft haben die Stiergeborenen auch Glück. Bei Tierkreiszeichen
Zwillingsgeborenen ist ein Aufstieg und sie bekommen mehr Anerkennung und mehr Lob. Sie werden jetzt wahrgenommen und diese Leichtigkeit spüren die zwischen die Zwillingsgeborenen und sie sollen nicht verlieren diese spielerische Art und Weise, was die Zwillingsgeborenen ganz gut beherrschen. Ein Gespräch kann unangenehm sein, kann auch bedeuten, dass die Zwillingsgeborenen warten auf eine Nachricht und es kommt noch nicht. Da ein bisschen geduldig sein, das dreht sich wieder. Bei den Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist wichtig gerade die zwischenmenschlichen Kontakte, das Freundschaftskreis, Bekanntenkreis, mit Menschen treffen, gleichgesinnte Menschen zusammen zu sein, aktiv zu sein. Aber auch die Liebe, Partnerschaft hat bei den Krebsgeborenen gerade eine Bedeutung. Heute fühlen sich die Krebsgeborenen unsicher und verlieren die Gleichgewicht. Also ein gewisser Unruhe spürbar ist bei Krebsgeborenen, aber wichtig ist jetzt gerade eine gewisse Zurückhaltung, die Ruhe bewahren und in den kommenden Tagen kommt wieder alles im Fluss. Und eine gute Nachricht ist sowieso zum Erwarten. Bei den Kreiszeichen Löwengeborenen ist die Kraft und die Mut da, aber sie sollen die Gleichgewicht halten. Das ist das innere Gleichgewicht, aber auch wichtig, dass sie ganz feinfühlig abwiegen, sollen sie aktiv sein, sollen sie sich für etwas einsetzen oder für diesen Erfolg freuen, offen zu sein für etwas, oder ist eher passend, zurückhaltend sein oder schweigen. Und da brauchen die Löwengeborenen gerade das Feingefühl und diesen Ausgleich. Und genau das sollen die Löwengeborenen gerade ausbalancieren. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen können mit einer guten Nachricht rechnen. Sie können ihre Finanzen gerade verbessern. Das Thema ist immer noch die Werte bei den Jungfraugeborenen, aber ein gewisse Unklarheiten herrschen heute, kommen Einflüsse von außen und es verunsichert die Jungfraugeborenen, wo sie mehr Glück haben und da ist eine gute Nachricht auch zum Erwarten. Das ist die Liebe, Partnerschaft oder Gewinn. Anderen Einflüsse verunsichern eher die Jungfraugeborenen. In den kommenden Tagen kommt mehr Klarheit und sie werden etwas bewusst wahrnehmen oder erkennen. Bei den Tierkreiszeichen Wagengeborenen sind Möglichkeiten und Chancen da. Diese Glück begleitet gerade die Wagengeborenen und sie sollen auch die Leichtigkeit spüren. Sie haben gerade Glück. In die Liebe, Partnerschaft sind noch Einschränkungen da und in einer bestimmten Situation ist Ungerechtigkeit oder eine rechtliche Lage, das sind die Belastungen, was die Wagengeborenen zurzeit haben, aber sie sollen davon befreien und eher diese Leichtigkeit spüren und da nicht aufhalten, sondern an die Zukunft denken und die Möglichkeiten und Chancen bewusst wahrnehmen. Bei Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen ist wichtig die Fundament, die Basis, die brauchen momentan die Sicherheit und Stabilität. Viele Skorpiongeborenen neigen gerade dazu, etwas festhalten, weil die meinen, dass die Sicherheit und Stabilität bedeutet, aber das kann auch eine falsche Entscheidung sein. Sondern sie sollen sich auch frei bewegen können oder mal die Neuigkeiten, eine Neuorientierung, mal neugierig auch sein für etwas anderes, für etwas Neues. Und das kann auch später noch die Sicherheit und Stabilität sein. Bei den Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist wichtig, die Wünsche und die Sehnsüchte ernst zu nehmen. Und hier haben die Schützengeborenen eine Lernaufgabe. Wenn sie das aufgeben, dann fühlen sie sich leer. Also sie sollen ihre Wünsche nicht aufgeben, weil die Möglichkeiten, Chancen sind da
das zu erreichen und es auch befestigen, weil das kommt alles in Form. Heute fühlen sich die Schützengeborenen die Leichtigkeit. Die Tierkreiszeichen Steinbock-Geborenen ist wichtige Thema, auch die Gleichgewicht, Arbeit und Lebensfreude. Und das sollen die Steinbock-Geborenen etwas ausbalancieren. Nicht nur auf dem Arbeit einstürzen und dann kommt die Lebensfreude, die Freizeitaktivitäten zu kurz. Und dann opfern sie sich, die Steinbock-Geborenen. Aber dazu neigen die Steinbock-Geborenen, weil dazu sind sie zu pflichtbewusst und zu ernsthaft. Und diese Ernsthaftigkeit kann gerade die Stolperstein sein, sondern es wäre viel wichtiger, die Leichtigkeit, die Humor behalten oder mal das Leben etwas spielerisch betrachten, weil da bekommen die Steinbock-Geborenen gerade die inneren Kraft. Die liebe Partnerschaft ist auch ein wichtiges Thema, aber ein Entgegenkommen ist auch wichtig. Wo die Steinbock-Geborenen noch Themen haben, das ist die Gerechtigkeit bzw. die Ungerechtigkeit. Und das ist eine Herausforderung, gerade bei vielen Steinbock-Geborenen. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.